Oh, schau, Muffet, ein Regenbogen. Er ist so strahlend und farbenfroh. Lass ihn uns genauer ansehen, Muffet. Verwandle dich in ein Einhorn. Lass uns dem Regenbogen folgen und sehen, wo er uns hinführt. Hallo, ihr beiden. Willkommen in unserer magischen Welt. Wollt ihr denn mit uns spielen? Aber sicher, das klingt nach einer Menge Spaß. Los, wir folgen ihm, Muffet. Gesellt euch zu uns für eine Tasse Tee und ein Törtchen. Oh, danke schön. Die Sonne geht unter und wir müssen die Sterne in den Himmel setzen. Wollt ihr uns dabei helfen? Klar, das klingt nach einer Menge Spaß. Meine Freunde und ich können euch helfen. Rot! Orange! Gelb! Grün! Blau! Violett! Wow! Dieser Regenbogen ist so schön! Dankeschön vielmals! Unser jährlicher Wasserballon-Strandburg-Wettbewerb fängt sogleich an. Kinder gegen Eltern. Auf die Plätze, fertig, los! Fertig. Holt jetzt eure Wasserballons raus. Unsere Burg ist toll. Wir werden gewinnen. Ja, es sind nur kleine Kinder. Das war großartig. Die Kinder gewinnen diesen Preis. Gut. Glückwunsch, Kinder. Der Sieg war anständig und ehrlich. Lass uns in der Burg weiterspielen.
Kann ich jetzt mal den Preis halten, Morphel? Schau, Pirat Phil. Das ist ein Schatz. Na und? Na und? Wir sind Piraten, Pirat Phil. Und was lieben Piraten? Richtig. Schätze. Haha. Aber die haben eine große Sandburg, Pirat Maurice. Ja. Aber wir haben eine Wasserballkanone. Aber keine Wasserballons mehr. Aber wir können die hier mit Wasser füllen. Ja, oder den. Pirat Phil, feuer die Wasserkanone! Es gibt viele verschiedene Grundformen. Zum Beispiel gibt es Quadrate, Kreise, Dreiecke, Rechtecke, Ovale, Sterne und Herzformen. Mit meiner neuesten Erfindung verwandle ich diese Formen in echte Objekte. Baseball! Wow, das ist so cool!
Wenn man verschiedene Formen kombiniert, kann man viele neue Formen kreieren. So, als nächstes machen wir ein Motorrad. Muffin, verwandle dich in einen Kran, damit wir die Formen zusammensetzen können. Reagenzglas. Ich hole ihn zurück. Keine Sorge. Oh oh, ich hoffe, Professor Rashid stoppt den Reifen bald. Muffy, was machst du da? Muffy, macht uns ein echtes Tier. Ein Fantasietier? Das ist eine tolle Idee. Mila und Morphel, ein seltsames Tier hat einen meiner Reifen mitgenommen. Oh. Morphel, erinnerst du dich, welche Form Professor Rashid in einen Reifen verwendet hat? Kreis? Ja. Setz den Kreis dahin, wo der Reifen sein muss. Wow. Danke, Mila und Morphel. Wartet auf jemanden mit einer herzförmigen Schachtel mit Schokolade. Und ganz plötzlich ist sie verschwunden. Gute Idee, Muffy. Ah, ich danke euch sehr. Oh, da kommt sie. Thank you.
eine seltsame Kreatur hat unsere Surfbretter gestohlen. Und jetzt können wir nicht mehr surfen. Marvin, mach den Surfboard! Ja! Welche Form könntest du in ein Surfboard verwandeln? Komm schon. Los geht's. Guten Morgen. Ist das ein Einhorn? Yay! Kommt schon. Muffin in ein Einhorn, Muffin. Cool. Ihr zwei seht total gleich aus. Yay! Hä? Schau, Muffin, es ist Handwerker Lawrence. Wir überraschen ihn. Handwerker Lawrence! Oh! Hallo, Kinder. Hallo, Morphle. Du siehst toll aus. Handwerker Lawrence, Morphle hat jetzt ein Horn. Morphle hat Horn und Morphle hat Flügel. Großartig! Wow! Willst du es versuchen, Muffin? Muffin, los! Whee! Wow! Du bist ein tolles Einhorn, Muffin. Hä? Oh, du bist auch ein tolles Einhorn. Einhorn, Muffin, Freunde? Muffin glücklich! Kommt mit! Auf zu einem neuen Abenteuer! Tschüss! Tschüss, Handwerker Lawrence! Tschüss, Kinder! Oh, wow! Lass uns dahin gehen! Yay! Hey!
Oh nein! Der Drache hat ein Baby verloren und sie kann ihr Nest nicht verlassen. Das muss der kleine Drache von draußen sein. Keine Sorge, Drache. Morphel kann helfen. Hund Barky jagt Teacup. Los doch, schnapp ihn! Barky jagt jede Katze, die er sieht. Nicht alle Katzen. Morphe in einen Tiger. Barky? Ein Tiger? Hallo, hier ist die Polizei. Ein Tiger jagt meinen armen, unschuldigen Hund Barky umher. Ein Tiger? Wir kommen sofort. Seht mal, ein ferngesteuertes Auto. Toll! Bitte rette Teacup. Was? Thank you.
Es war kein Tiger oder eine Maus. Es war Morphle. Super. Jetzt, wo wir alle hier sind, hören wir auf, uns zu jagen und haben lieber Spaß zusammen. Mir scheint, dieser Hund jagt wirklich gerne Katzen. Morphle, gerne jagen. Als Polizist liebe ich es, Verbrecher zu jagen. Ja, ich schätze, Jagen macht großen Spaß. Wir können uns ja gegenseitig fangen und Spaß zusammen haben. Spielen wir Fangen. Okay, Polizist, zähl bis 10 und dann versuch uns zu fangen. 7, 8, 9, 10. Ich komme! Ich habe euch alle gefangen. Nein, nicht alle. Er hat Teacup nicht gefangen. Du bist dran, Teacup. Er kommt, lauft weg, lauft weg. Wie lustig! Morphle, morph dich auch in einen Affen! Affe! Morphle, sieh mal! Hey, Mila. Wo ist Morphle? Wir müssen nach Hause. Oh, da bist du ja. Los, dann gehen wir mal. Machen wieder Unfug. Los, such sie, Roddy. Das tut mir wirklich sehr leid. Bitte schön, Madam. Gut gemacht, Roddy. Du bist der einzige Affe, der nie frech ist. Du hörst immer auf mich. Sieh mal, Roddy, wir haben einen Affen vergessen. Er verlässt den Zoo, und zwar ganz alleine. Das ist sehr ungezogen. Hol ihn, Roddy. Bring ihn sicher zurück. Okay, viel Spaß. Bis später. Thank you.
fangen. Ruddy, du hast den Affen zurückgebracht. Okay, Ruddy, du bleibst hier und passt auf die frechen Affen auf. Und was auch passiert, lass den kleinen Affen auf keinen Fall entwischen. Ich dachte, du bist der einzige Affe, der niemals frech ist. Du solltest den Affen nicht entwischen lassen. Du hast nicht gehört. Ich bin sehr enttäuscht. Hä? Du bist kein Affe? Nein, das ist kein Affe. Das ist mein Zaubertier Morphle. Er hat sich nur in einen Affen verwandelt. Das tut mir leid, Morphle. Ich dachte, du wärst einer der frechen Affen. Darum hast du auch nicht auf mich gehört, Ruddy. Du wusstest, dass Morphle kein Affe ist, oder? Du wolltest ihn nur nach Hause bringen. Zu Mila. Du warst überhaupt nicht frech. Lass uns nach Hause gehen, Morphle. Morphle will zurück zum Affenhaus. Morphle mit Affenspiel.